Herr Marcinski, sagen Sie mir doch bitte, was Sie zum richtigen Bewerber für die Stelle als Callcenter-Operator bei uns macht. Also erstmal möchte ich mich recht herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Bode, dafür, dass Sie mir die Möglichkeit geben, mich hier persönlich vorzustellen und so. Sehr gerne. Ich war jetzt arbeitslos gewesen seit meiner Ausbildung, 2 Jahre, und es bedeutet mir wirklich viel hier. Natürlich, also weshalb sind Sie der Richtige? Ich bin so ein Mensch, wenn ich etwas lerne, dann vergesse ich das nicht mehr. Das ist sehr gut. Genauso jemand suchen wir auch. Super. Ja, wenn es von Ihrer Seite keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich sagen, Sie haben den Job. Gratuliere. Korrekt, Mann. Ich freue mich drauf, Sie am Montag hier begrüßen zu dürfen. Montag? Ja, am Montag. Okay. Naja, okay. Passt Ihnen Montag nicht? Nee, Quatsch. Montag ist super. Ist nur, ich habe eigentlich schon was vor Montag, aber ich muss halt verschieben und so. Würde Ihnen vielleicht Dienstag besser passen, Herr Marcinski? Oh, danke. Dann sehen wir uns am Dienstag. Das ist mir total peinlich jetzt, aber... Wie wär's mit übernächsten Montag? Ja, nee, tut mir leid, Herr Bode. Wirklich, tut mir sehr leid. Herr Marcinski, also das macht nicht gerade den besten Eindruck, was Sie hier gerade machen. Boah, ich entschuldige mich, Herr Bode, wirklich. Sie geben mir hier eine tolle Möglichkeit und ich will alles tun, um der Herausforderung gerecht zu werden. Können wir dann bitte endlich aufhören, diese blöden Spielchen zu spielen, und Sie treten Montagmorgen hier an? Alles klar, Montag. Aber morgens kann ich nicht, erst um 16 Uhr, weil ich meinte ja schon eigentlich... Um 16 Uhr, in Ordnung, aber jetzt machen Sie, dass Sie rauskommen. Vielen Dank, Herr Bode. Sie werden es nicht bereuen. Auf Wiedersehen, bis in 12 Tagen. Warum in 12 Tagen? Na, am übernächsten Montag, das haben wir doch jetzt wirklich geklärt. Ach, der Montag. Nee, aber ich verreise jetzt mit meiner Freundin eine Woche in die Türkei. All inclusive und so. Herr Marcinski, wann würde es Ihnen denn passen, bei uns anzufangen? Kann ich mir das jetzt aussuchen? Ja, sagen wir mal, Sie könnten es sich aussuchen. Welcher Termin? Na, wenn Sie mich so fragen, dann Mai. Mai? Das sind noch 5 Monate bis zum Mai. Herr Marcinski, ist Ihnen bewusst, was Sie hier machen? Wieso denn? Sie meinten doch eben, wenn ich es mir aussuchen könnte. Warum denn verdammt nochmal erst im Mai? Na, dann könnte ich bis dahin noch so ein bisschen ausruhen, so von dem ganzen Bewerbungsstress und so, die Passfotos. Sie wollen sich also 5 Monate von ein paar Passfotos erholen, habe ich das richtig verstanden? Ja, voll gerne. Also Herr Marcinski, normalerweise mache ich das nicht, aber ich halte Ihnen die Stelle bis zum Mai frei. Und das bleibt bitte unter uns. Ging auch Juni? Raus. Aber ich muss doch... Raus mit Ihnen sofort! Mann, es tut mir leid. Ich muss aber auch immer alles vermasseln. Ey. Ich bin normalerweise nicht so. Ich brauche diesen Job, bitte. Ich habe Schulden, 20.000. Ich bin doch erst 24. Bitte, ich brauche diesen Job. Ich mache auch alles. Bitte. Montag? In 2 Wochen? Mann, ich habe doch gesagt, ich kann da nicht.